Ja, hey Leute, hier ist der Snowleopard mit einem weiteren Video. Heute habe ich für euch einen Arbeitsspeicher, den ich in mein MacBook Pro verbauen will. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, aber werde jetzt einfach nochmal ein Installationsvideo machen. Hier zu diesem neuen Arbeitsspeicher. Und zwar ist das hier der Corsair Vengeance 16 GB Kit, also hier mit 2x8 GB, 1600 MHz, da das hier das neue MacBook Pro 2012 ist. Hier Unterstützung für i7 und i5 Prozessor. Hier sehen wir dann die RAM-Module. Und ja, dann werden wir die gemeinsam jetzt einfach mal aufmachen. Müsste normal dann simpel gehen, hier aufziehen. Dann brauche ich hier kurz mein Messer. So, dann schneide ich das hier einfach mal auf. Ziemlich vorsichtig, damit ich hier die RAM-Module nicht beschädige. So, dann können wir hier die Lasche öffnen und den Arbeitsspeicher rausziehen. So, hier haben wir dann den Arbeitsspeicher. Der müsste sich normal dann hier öffnen lassen. Genau, aber das brauchen wir jetzt eh noch nicht. So, dann, um das in euer MacBook Pro einzubauen, müsst ihr einfach diese Schrauben hier rundherum lösen. Und viele sagen immer, hey, schraubt dein MacBook nicht auf, denn dadurch geht die Garantie verloren. Stimmt nicht. Ich habe letztes Mal, wie ich mit dem Apple Support telefoniert habe, da ich ein Problem hatte mit einem Programm am Mac, hat die mir gesagt, nein, es verfällt nicht die Garantie beim Festplatten- oder Arbeitsspeichertausch. Also das ist überhaupt kein Problem, ihr könnt das ruhig tauschen und die Garantie wird dadurch nicht verfallen. So, wie gesagt, als erstes werden wir jetzt hier diese Schrauben lösen. Und das mache ich jetzt einfach mal und dann melde ich mich wieder zurück. So, nachdem ihr jetzt hier rundherum alle Schrauben gelöst habt, könnt ihr den Deckel abnehmen. Aber bevor ihr das macht, seid sicher, dass ihr euch geerdet habt. Das heißt, dass ihr zum Beispiel eine Steckdose, die zwei Metallklemmen, die da herausstehen, einfach mal anfasst. Dadurch werdet ihr dann geerdet. Und ihr könnt nicht das Mainboard irgendwie durch elektrische Stöße zerstören. So, hier sitzt der Arbeitsspeicher. Bevor wir den wechseln, empfehle ich euch immer, zuerst den Akku zu trennen. Ich zoome da mal kurz ran. Seht ihr hier ganz einfach, hier einfach, ja genau. In die Höhe zu machen und dann löst sich der dann auch schon und ihr habt nicht mehr die Gefahr, dass irgendwie Strom in das MacBook fließt. So, dann schnappt ihr die RAM-Bänke, zieht die zwei Klemmen auseinander und dann kommt euch der schon entgegen. Den könnt ihr mal rauspacken. Beim zweiten dasselbe Spiel. Kommt der raus normalerweise. Und ihr könnt den einfach rausnehmen. So, dann nehmt ihr eure neuen RAM-Module. Schaut, dass ihr vielleicht die goldenen Pins nicht zu sehr anfasst. So, und dann habt ihr hier diese Einkerbung. Also hier ist die längere Seite und eine kürzere. Und die müsst ihr natürlich hier richtig anordnen, das seht ihr hier schon. Hier habt ihr die kürzere und die längere Seite, das heißt, der Arbeitsspeicher muss so rein. So, dann macht ihr natürlich als erstes hier den unteren rein, so schräg ansetzen, reindrücken, niederdrücken und das Ding rastet ein und hält. So, das gleiche macht ihr mit dem zweiten RAM-Riegel. Hier schräg ansetzen, reindrücken, niederdrücken und das Ding rastet ein und ist verbaut.
So, das war es eigentlich schon zum Arbeitsspeichertausch. Nachdem ihr den getauscht habt und sicher seid, dass ihr alles hält, könnt ihr die Batterie wieder dran machen, das MacBook zuschrauben und das Ganze ist dann erledigt. Ja, wie gesagt, viel mehr ist da eigentlich auch nicht dabei, hier den Rahmen zu tauschen, hier einfach die Schrauben wieder rein und ihr seid fertig. Das war es eigentlich auch zu diesem kurzen Video. Ich hoffe, es konnte euch helfen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert und kommentiert. Und ich werde euch noch dann mal 2-3 Wochen später ein Update-Video hochladen, in dem ich euch sage, wie sich der RAM bewährt, ob ich 16 GB benötige oder ob eher 8 auch ausreichen, wie ich in meinem alten MacBook Pro hatte. Ja, aber das Ganze seht ihr dann im nächsten, im Update-Video zum Corsair Vengeance 16 GB Arbeitsspeicher-Kit. Ja, das soll es gewesen sein und ich bin raus hier. Ciao.